Ja, hallo und herzlich willkommen bei Planet Firework. Heute gibt es natürlich auch von mir ein kleines Halloween-Special. Was habe ich für euch zusammengetragen? Ein paar schöne Artikel aus dem Knall- und Pfeif-Sektor, jedenfalls größtenteils. Natürlich sind auch ein paar Höheneffekte dabei, die allerdings auch mit Heul- oder Whistling-Effekten versehen sind. Das ist zum einen ein schönes, älteres Knall- und Pfeif-Sortiment von Keller. Schön mit ein paar alten Pyro-Crackern, Luftheulen und Fröschen drin. Das opfer ich mal für euch. Ja, dann der Titanfunkenböller von Weco, kommt in der Dunkelheit auch immer ziemlich klasse, ist zwar nicht der stärkste Böller, aber ist als kleine Beigabe zu sehen. Ja, die Mini Choco Choco von Nico, die Leslie Headbangers Knallrakete 2012er Charge mit dem Pfeifaufstieg, dann von Panda, eine kleine Mini Pfeif- und Knallrakete. Ja, ein selbstgebauter 5er-Fächer Whistling Thunder Kong. Ja, die Leslie Air Dance dann noch, auch mit einem schönen Pfeifaufstieg, als kleine Beigabe für zwischendurch. Ein paar Bohnenwirbel, der Geistertanz von Pyro Art, eine weitere Rarität von Feistel, die Zauberflöte, hat auch einen schönen, coolen, kreischenden Sound. Dann die Phantomsirene von Weco, ja, dann noch ein Turbowirbel von Nico, auch so für zwischendurch, ja. Viel Spaß beim Video schauen und ich hoffe, es gefällt euch. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Euer Planet. Haut rein. So, als erstes die Headbanger-Knallrakete von Leslie. So, jetzt die Mini-Knall- und Pfeif-Rakete vom Panda. Weco Titanfunkenböller. Vom Knall nichts Besonderes, aber halt schöne Titanfunken. Knall und Pfeif von Keller. Ein älteres Sortiment. Mensch, warte. Knall und Pfeif von Keller. Ein älteres Sortiment, wenn wir mal aufmachen. Sehen wir noch. Schönen Luftheulerinhalt. Ein paar ältere Pyrocracker. Und zwei kleine Frösche. Ja. Wenn wir die jetzt erstmal zünden. So, als erstes die Pyrocracker von dem Knall und Pfeif. Hat noch schön geschnipselt. Sehr schön. Jetzt einen zweiten davon noch. Der hat bloß geguckt. Jetzt die Knallfrösche. Oh, die hüpfen noch ordentlich, die Dinger. Davon auch gleich noch einen zweiten. Zum Schluss die Luftheuler. Oh, noch mit richtig schön langer Brenndauer. Sehr geil. Davon auch noch einen zweiten. So, jetzt die Phantomsirene von Weco. Anfangs dachte ich, ja, da kommt nur eine Fontäne, aber naja gut, doch kein Anschluss. Zauberflöte von Feistel. Turbowirbel von Nico. Komm her zu Onkel, du brauchst keine Angst haben. Oh, das war ein Tiefflieger. Schmetterlingsfontäne. Geil? Geistertanz von Pyroart.
passt denn nicht? Machen wir das. Mini Chuku Chuku von Nico. Das war schon. Halt eine Mini-Chuku-Chuku. Ja, da die Mini-Chuku-Chuku von Nico etwas kurz war, habe ich mir gedacht, mache ich nochmal die größere Variante von Keller hinterher. Das kam noch schon ein bisschen besser als die kleine Variante von Nico. Der Whistling Thunder Kong Fächer oder Fünfer Fächer. Ich hoffe, es klappt. Sind zwar nicht auf Schlag, aber trotzdem geil geworden. So, ihr Lieben, nun die Leslie Airdance, aber wir zünden gleich beide Lunden, damit wir einen Doppeleffekt haben.